Der macht immer so Geräusche, CJ. Warum nicht jetzt, du Arschloch? Was geht ab, meine lieben Freunde? Ayun hier und herzlich willkommen zum 17. GTA San Andreas Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit San Andreas nach über einer Woche Pause, Alter. Endlich geht's weiter mit diesem Spiel. Ja, einfach liegt ja ein Motorrad auf der Straße. Fängt ja schon mal super an. Soll ich mal so gütig sein und das wegräumen? Komm, wir sind mal so korrekt und räumen das Motorrad von der Fahrbahn hier. Ja, endlich geht's weiter mit GTA. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was hier momentan abgeht, und zwar, wir haben jetzt hier eine eigene Werkstatt gegründet, irgendwo im Nirgendwo. Und da haben wir jetzt ein paar Leute reingeholt und jetzt haben wir hier unsere Mission bei CJ und da hinten gibt es noch Z für diesen Zero-Typen. Und ich würde sagen, machen wir einfach mal die Mission bei CJ. Ich war gestern ziemlich lang unterwegs gewesen, wir waren auf einem Geburtstag, vielleicht habt ihr ein oder anderes auf Instagram schon gesehen. Morgen werden dann wieder zwei Videos kommen, Freunde, weil heute muss ich das Video von Feel FIFA machen. Gestern habt ihr vielleicht auch auf Facebook gesehen, ey, das war so ein Abfuck, Mann, bei Pinkslips. Ich habe so viele Gegner gesucht und es hat einfach nie geklappt, kann man nichts machen, Freunde. Morgen wird es dann weitergehen mit Uncharted und muss ich mal schauen, was morgen noch kommt. Uncharted wird auf jeden Fall morgen kommen und noch ein anderes Spiel, gucken wir einfach spontan morgen. Ich denke mal Need for Speed oder so, oder ich weiß auch nicht, welches genau dran ist. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ey, ich kann es nicht glauben, endlich geht's wieder weiter mit San Andreas. Ich habe so abnormal Bock, ne? Wir haben einfach keine Waffen wieder, aber immerhin 16.000 Dollar. Wir gucken mal, was uns hier überraschen wird hier. Ich hoffe, heute wird es nicht wieder Pech geben. Ich bin so am Arsch, ey. 555 WeTip. Okay. Carl, how's San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give WeTip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Das ist doch keine Verräter, meine Schweine. He's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cove Hotel in the Financial. Oh, for sure. Okay. So, Freunde, heute wieder der Öli steht im Let's Play am Essen. Schön lecker Sesamring hier. Der Staatsanwalt ist unterwegs zum Van Cove Hotel in Downtown in San Fierro. Begib dich sofort dorthin. Okay, machen wir das mal direkt hier. Wir sagen, kommen wir erstmal schön ins Auto hier. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hier ist er geflogen, ist der Pisser. Da sind wir auch schon direkt, Freunde, beim Staatsanwalt hier. Gucken, was wir jetzt hier machen müssen, Mann. Müssen wir locker hier an den verpfeifen, Alter. Ein Parkservice. Der Staatsanwalt wird seinen Wagen in Kürze dort abgeben. Boah, was eine heftige Karre, Alter. Folge dem Parkboy in die unterirdische Parkgarage und schalte ihn aus. Vergewissere dich, dass niemand in der Nähe ist. Okay, wir müssen jetzt verfolgen, ganz heimlich. Oh, was eine geile Karre, Alter. Oh. Wir dürfen nicht zu auffällig sein. Warum fährt der denn? Ist das sein Ernst? Meint der, bei GTA muss ich bei Rot warten, Alter. Ist das dein Ernst? Hallo? Ey, ich fahre den gleich hinten rein, ne? Und dann steht da Mission abgebrochen. Mission fehlgeschlagen. Wir folgen jetzt mal in die unterirdische Garage. Alles klar. Toll, jetzt kommen so Spastis vor mir. Verpisst euch. Wie soll ich dem jetzt da folgen? Kannst du mir erstmal sagen? Was macht der da? Kurbelt der sich noch einen beim Fahren? Boah, Alter, voll geil, so eine Garage. Ja, der Parkboy ist in und schalt ihn aus, bevor er sie verlässt. Okay, wir machen das so, wir lassen ihn mal gucken, wie der einparkt, der Typ. Da bin ich mal gespannt, wie der einparkt, bevor er sie verlässt. Da wird der bestimmt nicht nur eine Runde hier drehen. Der hat echt super geparkt, der One. Hier, du Pisser, Alter. Schnapp dir die Uniform des Parkboys. Geil, jetzt haben wir die Uniform von dem. Ach so, wir müssen jetzt so tun, als ob wir der Typ wären und den anderen bestimmt ausschalten, denke ich mal. Richtige CJ James Bond. Guck mal hier. Guck mal, der CJ, was ein Playboy, Alter, mit der Kette noch raushängen. Das steht dem ja richtig, Alter. Geht zum Carport. Okay, wir müssen jetzt hier hochgehen, Freunde. Alter Schwede, ey. Hab ich ihn einfach überfahren. Ja, so kann man das auch regeln, Freunde. Wisst ihr, ich habe keine Waffen momentan. Und deshalb dachte ich mir, ja, nimm mal, überfahren wir den einfach, ne? Da sind auch schon meine Jungs, Alter. Jungs, was geht ab? Alles klar bei euch? Ah, du musst der Neue sein. Stell dich hinten an. Ja, ich bin der Neue. Eieieiei. Bin mal gespannt, ob das Staatsanwalt sich jetzt blicken lässt. Fährt einen blauen Merit. Merke ihn dir, du musst ihn erkennen, wenn er ankommt. Achte darauf, dass kein anderer Parkboy seinen Wagen übernimmt. Okay, das ist der Wagen? Warte mal. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt den Wagen von ihm übernehmen. Was ist denn ein blauer Merit, Alter? Ist das ein Mercedes, BMW, Audi? Was soll ich so wissen, was das ist? Ja, super. Wenn er ankommt, steige ein. Identifiziere den Wagen und steige ein. Ja, super. Wo soll ich denn wissen? Ich glaube, der ist das, ne? Das ist ein blauer Marriott, das muss der sein, Alter. Das muss der sein. 100%. 100%. Ich hoffe, das ist der. Bitte, jetzt steht der Mission fehlgeschlagen. Ich raste aus, ne? Das kann doch nicht der Staatsanwalt sein, oder? Nee.
Oder? Ey, wenn jetzt die Mission fehlschlägt, ne? Bleib in der Nähe des Carports. Okay, das war das falsche Auto, ich Idiot. Eieieiei. Was ist denn ein blauer Carport, Alter? Also jetzt, spätestens jetzt, müssten der Jungs doch spanisch vorkommen, warum ich das Auto da vorne stehen lasse. Aber GTA-Logik ist sowieso beste, Alter, ich schwöre es euch. Diese Logik hier, die ist so geil, dass man sich immer wieder kaputt lachen muss. Ich feiere das ab nochmal. Die Bullen, was machen die da? Guck mal, fahren die... Was ist denn ein blauer Carport, Alter? Hey, vielleicht ist der das. Kann gut sein, müssen gucken. Ja, das muss... Der gibt immer viel Trinkgeld. Ja, Mann, jetzt. Staatsanwalt, was geht, Digga? Alles klar. Ey, du Bastard! Ist das dein Ernst? Oh nein, oh nein. Schnapp ihn den Wagen weg, bevor er ihn parkt. Ja, Mann, ich habe ihn den Wagen weggeschnappt. So, perfekt. Fahr doch! Oha, wir haben jetzt nur 2 Minuten Zeit. Du sitzt im Wagen, fahr zu der Garage, wo die Drogen platziert werden. Okay. Der Pisser hat den Wagen sich einfach vor mir weggeschnappt. Habt ihr das gesehen? Aber ist eigentlich ein schönes Auto. Das wird bestimmt einiges wert sein. Okay, so, jetzt müssen wir da eben hinfahren. Sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, da sind wir auch schon direkt in unserer Garage drin. Jetzt fahren wir rein, platzieren die Drogen und müssen den Wagen, glaube ich, zurück. Ich weiß es auch nicht genau, was wir da jetzt machen müssen. Lass uns einfach mal überraschen. Eieiei. Die Drogen wurden platziert. Fahr den Wagen in die Garage des Hotels. Oh, aber ist dem Staatsanwalt... Der Wagen darf nicht einen Kratzer haben, sonst bemerkt es der Staatsanwalt. Och, nee. Oh, nee, Alter. Stell dir vor, jetzt mache ich irgendwo einen Unfall und dann steht da Mission fehlgeschlagen. Aber man kann da immer noch zur Lackiererei fahren. Ich krieg das schon hin, Freunde. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Ich hoffe, keiner fährt mir rein. Der fährt schon von rechts mir fast in die Achse rein hier. Kann nicht wahr sein, Leute, ey. Ja, ich kann euch ein bisschen erzählen von gestern. Also gestern waren wir auf dem Geburtstag gewesen vom Kami. Den kennen wahrscheinlich auch einige durch Instagram und so. Und haben ein bisschen bei dem gegrillt, haben wir bei dem vorgetrunken, da waren noch viele Kollegen dabei, Stefan war auch dabei, Philipp, Tugay, Chandra, waren wir alle bei dem gewesen, haben ein bisschen Rille gemacht, haben schön was gegessen und alles. Und gestern hatte ich das Problem gehabt, dass leider mein Video auf viel FIFA nicht online kommen konnte, weil es hat einfach nichts geklappt gestern, also ich gebe es ehrlich zu, es hat einfach nichts geklappt, Mann, das war so ein Abfuck. Ich habe aber gestern extra ein Video auf Facebook hochgeladen, Alter, das halt, ich war so abgefuckt gewesen, aber heute wird es auf jeden Fall weitergehen mit den Pinkslips. Parke das Auto auf dem markierten Parkplatz, okay. Guck mal jetzt, wie schön ich einparke, Alter. Perfekt, guck mal jetzt. Zack! So, boah. Kommt um den Wagen, jetzt starten wir zurück. Begib dich raus zum Port des Parkservice, rufe die Cops an. Ah, jetzt müssen wir den quasi verpfeifen und sagen, dass der Drogen da drin hat. Guck mal, da kommt er schon direkt. Schnell, 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 zieh durch, CJ. Zieh durch, Marathonläufer. Ja, Freunde, was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt aus meiner Probezeit raus. Ich habe jetzt genau heute 2 Jahre meinen Führerschein. Ist auch schon mal richtig chillig, weil sonst muss man immer so vorsichtig fahren und so. Jetzt kann ich gechillt fahren. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Na. Guck mal, jetzt von der Polizei. Puh. Police, gut geparkt. Get out of the car with your hands in the air. Ach du Scheiße. Der arme Staatsanwalt. You fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got to have a Mexico da drin. Must be 2 tons of Mary here. 2 Tonnen Gras sein, alles klar. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Boah, knock den einfach aus, Mann. Das sind die Bullen in Amerika, Alter. Die knocken einfach direkt aus, ey. Der arme Staatsanwalt. Wir haben ihn einfach richtig gebumst. CJ hat ihn gebumst und jetzt brauche ich diese GTA-Musik. So, Freunde, begib dich in die markierte Zone beim Carport, um Parkservice-Missionen zu aktivieren. Alles klar. Ich habe aber bestimmt richtig Bock, solche Parkmissionen zu machen, die Autos von den anderen in die Garage zu fahren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt diesmal zum Z hin, Freunde, weil es gibt ja 2 Missionen auf der Karte, einmal CJ und Z. The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Und verneint? Verneint, was wollen Not die von right mir? Now. I gotta check into some shit. Machen wir nächstes Mal, Freunde. Du hast den Kurierer $0 gestohlen. Wir fahren jetzt zum Z, Freunde. Und dann machen wir die Mission da. Ich bin mal gespannt, was da auf uns warten wird. Alles klar, du bist gleich. Uiuiui, was geht denn hier ab, Alter? Ey, Mann, da sind wir, glaube ich, genau richtig angekommen. Guck mal, die schon am Lachen ist, ey. Die will CJs BBC haben. Ich weiß das da, ey. Guck mal, die schon geht. Die geht wie mit Besen im Arsch, Alter. Ohne Spaß. Guck mal, die schon gehen hier. Na, Süßer? Mitkommen? Ja, natürlich. Komm mal mit. Guck mal, die geht, Alter. Richtig wie Stock. Also, ihr habt einen Stock in den Arsch bekommen, Alter. Ich kann da gleich mal CJs Stock spüren, ey. So, sind wir auch schon direkt hier beim Z angekommen, Leute. Bei dem Zero. Statt Zero oder was? Diese Züge sehen voll komisch hier aus. Ey, richtig so wie Harry Potter. 9 Gleis 3 Viertel. Alles klar. So. Ah, hier ist die Mission. Wir müssen... Was? Was ist denn hier los? Drücke Lines, um die Immobilie zu kaufen. Ah, wir können die Mission erst machen, um, wenn wir die Immobilie uns leisten können. Die kostet 30.000. Du hast nicht genug Cash für dieses Objekt. Das heißt, wir können erst die Mission hier machen, wenn wir die Immobilie kaufen. Wir haben gerade mal 16.000. Wir brauchen nur ungefähr das Doppelte. Und dann können wir die Mission hier machen.
Alter, was ist denn das denn für Schwachmaten hier? Soll ich mal alle umlocken hier? Wollt ihr Stress? Guck mal, die Jungs von dem hauen einfach ab. Nur einer. Oh! Oh, die ballern sogar auf mich. Was ist denn hier los? Polizei, Polizei, Hilfe, Polizei. Ach du Scheiße, ey. Holt da einer auf einmal eine Knarre raus, ey. Das, weil in Amerika, da weiß man nie, wer eine Knarre dabei hat und so, ey. So, machen wir eben eine Mission bei CJ hier. Weil die Immobilie bei dem Z können wir leider noch nicht kaufen. Können wir erst demnächst, wenn wir genug Cash haben. Jetzt rennen wir erstmal zu der anderen Mission, Leute. Ja, wie gesagt, morgen wird es dann weitergehen mit Uncharted und denke ich mal, ja, Need for Speed ist, glaube ich, als nächstes dran. Ich werde das Spiel Unravel, denke ich, nicht Let's Playen, Freunde, weil es kam einfach bei so vielen nicht so gut an. Ich werde das, denke ich, dann privat ein bisschen zocken, so, wenn ich mal ein bisschen Langeweile habe zu Hause. Ist eigentlich auch ganz gechillt. Und da war die Resonanz einfach zu wenig. Es war zwar 60% für Ja bei diesem Spiel, was ich in London gespielt habe, aber auch 40% für Nein. Und das war halt ein bisschen, unnötig, deshalb machen wir das Spiel einfach nicht. So, nächste Mission, Deconstruction. Was erwartet uns jetzt hier als nächstes? So, da ist unsere schöne Werkstatt, Alter. Die ist richtig am Abgehen, Junge. Guck mal. Hey, Homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach them a little respect, huh? That's right. Yeah, I've been thinking about getting me some new land anyway. Ja, der CJ will jetzt die Bauarbeiter umnocken, weil die seine Schwester als Nutte bezeichnet haben, ey. Würde ich aber auch machen, ganz ehrlich, wenn er das einer zu meiner Schwester sagen würde, wenn ich mal eine haben würde. Verjage die Baufirma. Wie soll ich mal da verpissen, Alter, das ist mein Grundstück. Alles klar, müssen wir die verjagen. Zerstöre alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter. Ach du Scheiße, Alter, einfach alles kaputt machen. Ah, da sind diese Container. Mit Baufahrzeugen kannst du die Baucontainer besser zerstören. Also diese Dinger, diese... Alles klar. Zerstöre... Oha, dazu wirst du einen Bulldozer brauchen. So, wir müssen erstmal einen Bulldozer finden. Alles klar, Freunde. Seht ihr irgendwo schon ein? Alter, was ist denn die richtige Baustelle, Mann? Was kommt der zu mir hingerannt? Warum rennt der zu mir? Hallo? Was will der? Wenn er mich jetzt schlägt, ne? Dann ist das eine Missgeburt. Ich kann doch wohl jetzt chillen. Are you supposed to be here? Oh, schlägt er mich jetzt? Ach so, der wollte noch Hallo sagen. Jo, was geht ab, Digga? Alles klar bei dir? Ich hab gedacht, warum rennt er auf einmal auf mich so los? Habt ihr das gesehen? Kam der richtig angerannt mit seiner Schaufel, dachte, der wäre der Baba hier, Alter. Ich zeig dir mal, wer der Baba ist mit dem Bulldozer hier. Guck mal, wie ich jetzt alle bumsen werde. Guck mal, jetzt geht's los, Freunde. Yeah! Meine explosive Fässer. Es sind noch 5 Baucontainer zu zerstören. Okay, wir müssen auf diese Fässer da aufpassen. Ach, du Scheiße. Ey, nein. Ey, explodiert es. Ey, das explodiert jetzt noch nicht, oder? Das explodiert nicht, nein! Das explodiert nicht, nein! Das explodiert nicht, nein! Das explodiert nicht, nein! Oh, ich hab gerade gedacht, das explodiert, ne? Wir müssen echt auf diese Fässer da aufpassen. Aber wer legt denn diese explosiven Fässer direkt daneben hin, ey? Es sind noch 3 Baucontainer übrig, okay. So, was macht da richtig Spaß, die Dinger kaputt zu machen hier? Whee! CJ macht einfach alles kaputt, der ist ein richtiger... Er ist so aggressiv drauf, nur weil die Schwester beleidigt haben, macht einfach die ganze Baudinger, die Baufirma hier für den Arsch, ey. Beste, beste. Guck mal, die verfolgen mich sogar mit ihren scheiß Dingern da. Alter Maul, ey, verpisst euch mal. So, alles kaputt hier. Gucken, jetzt sind die bestimmt so sauer. Kommt da bestimmt eine vom Dixie Club am Scheißen raus hier. Hey, was ist hier los, ey? Mit seinen Beats-Kopfhörern, ey. Ich hab nichts gesehen. Jetzt versteckt er sich in der Toilette? Schiebt die mobile Toilette in die Grube. Ach du Scheiße, dann schüttelt sie mit Zement zu. Ach du Scheiße, Alter, da wird er lebendig begraben. Begrabe den Vorarbeiter und seine Toilette. Ach du Scheiße, ey, CJ. Oha, da kommen die schon alle angelaufen, die wollen mich aus dem Bulldozer ziehen. Ach du Scheiße, nee, nee, nee. Wow, die wollten gerade fast auf mich draufklettern. Verpisst euch mal. Ja, klar, ihr könnt mich alle anfahren. Hier, mit deiner Schaufel, kannst dich verpissen. So, da ist die, wo ist denn die Toilette? Wo ist der Typ hin? Warte mal. Wo ist der? Da hinten, okay, da hinten ist der Typ. Wir müssen den irgendwie... Ach du Scheiße, wie soll ich das denn hinkriegen? Sag mir das mal, Leute. Guck mal, ist einfach in die Toilette eingesperrt. Guck mal. Oh Gott, nein. Scheiße, Alter. Einfach fällt die Toilette um. Oh mein Gott, der wird jetzt einfach lebendig begraben. Da ist der Pisser drin, ey. Steig in einen Zementlaster. Okay, wir brauchen schnell einen Zementlaster. Ey, die ballern ja schon auf mich, die Leute. Eieiei, der Wagen ist gleich am Explodieren. Müssen wir schon schön Zement da reinfüllen, ey. Alter, wie kann man... Der CJ ist ja richtig hart. Wie kann man denn einen nur so umbringen, ey? Alter Schwede, der wird ja sowas von leiden. Geh wieder vor dem Loch in Position. Ich denke mal, wir müssen so rum dahin dann, ne? Weil Zement wird ja hinten rauskommen. So. Oh jo, nicht selber in die Grube fallen. So, ich bin noch drin. Okay, guck mal, jetzt der Arme. Jetzt geht's los. Das sieht bestimmt aus wie Dünnpfiff. Oh, lecker, Alter. Ach du Scheiße, ey. Und der ist da einfach drin, kann sich nicht mehr bewegen.
und keiner weiß davon Bescheid. Der wird quasi lebendig gerade begraben, ey. Ey, das ist doch krank, CJ. Also sowas hätte ich ihm echt nicht zugetraut, dass der wirklich so eiskalt ist, man, nachdem jemand seine Schwester als Nutte beleidigt. Mission erfüllt, Alter. Heute haben wir endlich mal einen Tag, glaube ich, wo wir keinen Pech haben. Was ist denn das für ein Zeichen hier auf einmal auf der Karte? Ich glaube, wir haben momentan keine Mission mehr. Irgendwie kann das sein. Ah, wir werden jetzt angerufen. Perfekt. Yeah, what? Yo, man. It's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was Jethro. Talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get there, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man. Hello there. Nothing, man, nothing. Wayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Das ist doch krank, oder? Ey, Freunde, habt ihr es gerade gehört? Ich fass es nicht. Ich habe euch gerade ja erzählt, ich habe meine Probezeit im Führerschein bestanden. Und jetzt muss ich mit CJ, also ich könnte mit CJ zur Fahrschule gehen. Das ist doch kein... Guck mal, der rennt, Alter, habt ihr das gesehen? Bitte, wer das gesehen hat, wie der gerannt ist, Alter, behindert. Der hat einfach... Ey, wie ist der denn da gerannt? Wir haben jetzt einfach gar keine Mission mehr auf der Karte. Könnt ihr das glauben? Wir haben keine 30.000 Dollar. Das heißt, wir müssten Nebenmissionen machen. Ich weiß aber nicht, was das hier ist. Vielleicht ist das ja auch eine Hauptmission. Wir gucken mal eben nach. Was steht denn? Wir machen mal die Legende an Kartenlegende mit X. So, da steht drauf, Triaden. Okay, Triaden. Ich weiß nicht, ob das eine Mission ist oder ob das keine Ahnung was ist. Ich glaube, das ist eine Mission. Wir machen einfach dann die Triaden. Bei Zero können wir noch nicht hin, weil das ist ja, brauchen wir 30.000 Münzen. Machen wir einfach Triaden. Photo Opportunity. CJ. Ja, das ist eine Mission. It? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. Ach du Scheiße. We gotta find out who's supplying those cats. Bestimmt Big Smoke, Alter. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Paul. These boys are hanging around. Fahr Caesar abholen. Alles klar, Leute, bis gleich. Ey, lass mich doch mal rein, du Arschloch. Ja, geil, am besten packe ich da so ein Bullenauto. Alles klar, Leute, wir fahren dann eben dahin, holen Caesar ab und dann sehen wir uns gleich. Das ist einfach so geil, wenn man weit wegfahren muss. Einfach schön mit dem Jetpack. Oh, sind wir hier gerade bei der Militärstation? Ich hoffe nicht, Mann. Wenn wir hier sind, kommen jetzt gleich direkt 5 Sterne Bullen oder so. Wo sind wir denn hier, Alter? Was ist das denn hier? Wir sind einfach in so einem riesen Gebiet, wo nichts ist. Das sieht aus wie ein Flughafen irgendwie ein bisschen, oder? Ja, guck mal. Alter, was sind das denn für Dinger hier? Geile Scheiße, ey. Das habe ich ja früher, glaube ich, noch gar nicht gesehen oder ich habe schon vergessen gehabt, Leute. Es ist auf jeden Fall wieder richtig weit weg, wo Caesar sich befindet, ey. Aber ich muss sagen, heute bisher hat man zum Glück das erste Mal noch kein so richtiges Pech gehabt, ey. Vielleicht kommt es ja noch oder in der nächsten Folge, Alter. Aber heute ist auf jeden Fall ein bisschen chilligere Mission dabei. Aber das Spiel wird ja auch immer spannender und spannender. Ich freue mich da abnormal jetzt drauf. Alles klar, Leute, bis gleich. So, und da ist auch schon direkt der Caesar. Steig in Caesars Wagen ein. Der denkt sich auch, ey, wie kommt der CJ denn hier angefahren mit so einem Jetpack-Ding, ey? Richtig geil, diese Jetpack-Teile, Mann. Ich feiere die abnormal übertrieben. So, dann müssen wir da hinfahren. They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Ach du Scheiße, begib dich raus nach Angel Pine. Alles klar, ich kenne die Orte hier so perfekt, Angel Pine. Ich weiß, das ist da ganz hinten, alles klar. Also ist das Wagen, nee, Wagen ist leider kein Lowrider. Das Problem ist, wir haben einfach keine Waffen dabei. Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt regeln wollen. Oh shit, Alter. Wow, richtiger Rille-Stunt hier. Wir fahren eben dahin, Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder. Ey, Freunde, das ist wieder am Arsch der Welt. Und guck mal, der Wagen ist schon am Glühen, ey. Wenn der jetzt gleich explodiert, dann bin ich die ganze Strecke jetzt hier umsonst gefahren. Ich hoffe nicht, Mann. Ich raste sonst wieder aus, ey. Bitte nicht, ey. Ey, gleich. Ich sehe schon, komm, der Wagen wird explodieren. Ach, du Scheiße. Ich hoffe, wir müssen mit dem Wagen nicht gleich ballern oder so, weil der ist jetzt gleich wirklich, der ist gleich kaputt. Ach, du Scheiße. Das kann ja was werden. Ich hoffe, ich komme da heil an. Aber diese Autos, die erscheinen auf einmal. Die sind auf einmal unsichtbar. Und jetzt vor mir ist auf einmal ein Auto, Alter. Guck mal jetzt. Da hinten, da ist jetzt gerade nichts. Auf einmal kommt da jetzt ein Motorrad her. Dann kommt da ein Jeep her. Da kommt alles her. Guck mal jetzt auf einmal ein Wohnwagen vor mir, ein Traktor. Was soll die Scheiße denn? Perfekt, Freunde, wir sind auch schon direkt angekommen. Ich würde aber sagen, bevor wir da reingehen, werden wir uns erstmal ein paar Waffen zulegen, oder? Weil gegen Ballers, da wird es locker immer ein paar Ballereien geben. Deshalb gehen wir erstmal noch kurz jetzt zum Ammunition Shop, holen uns hier eine panzersichere Weste und natürlich neue Waffen. Boah, der Wagen ist fast explodiert, ey. Wir gehen mal kurz da rein, steig ins Auto, halt dein Maul, ich gehe mir kurz neue Waffen kaufen. So, jetzt haben wir endlich eine neue Waffe und natürlich auch unsere panzersichere Weste. Wir sind jetzt hier direkt, steig aufs Dach. Okay.
Wir müssen jetzt aufs Dach, Freunde. Jetzt geht hier bestimmt wieder die Ballerei los, Alter. Heute mal jetzt wieder ein bisschen Action hier am Start, oder was? Okay, hier ist das Dach und jetzt? Da. Jetzt müssen wir bestimmt von hier abballern. Wir müssen jetzt so quasi orten. Oha. Fotografiere das Gesicht jeder Zielperson und mach schnell und geh nah wie möglich ran. Ja, was soll ich denn wissen, wer eine Zielperson ist? Warte mal, die sind, glaube ich, beim Kentucky Fried Chicken, oder? Da. Das ist der, das sind die. Ey, ranzoomen. Wie mach ich denn ein Foto? Ryder! Wie fotografiere ich? Ey! Ja, mit Kreis, okay? Die Schirmhead! Ey, Ryder, der Pisser! This business is bigger than any gang, is it? Was ein Pisser, Mann! Little bitch! Alter, Ryder ist ja mal so ein Verräter. Was haben die. Ey, den kenne ich auch irgendwoher. Wer ist das denn nochmal? Hab ich doch. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Jetzt kommen wir da hinten noch. Da hinten. Wer ist das denn, Alter? Hey, who's the gringo? Er ist der Gringo. I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Alter, das haben die für heftige Autos, Mann. Da kommt noch jemand. Wer ist das denn? Wer ist das denn? How many of these clowns are there? Alter, Mann. I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange and nothing incriminating. Kranke Scheiße. Einfach Ryder mit drin verwickelt. Unser quasi Bruder verrät uns einfach, Mann. Das ist schon echt krass. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn euer eigener quasi Bruder euch verrät, ey. Meine Güte, was ist da los, ey? Ja, vielleicht müssen wir die jetzt alle umbringen. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir jetzt hier tun müssen. Was machen wir jetzt bei der Tankstelle, Alter? That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Okay. Coolio, we got what we came for anyway. Perfekt. Benutze deine Kamera, um San Fierro zu erkunden. Wer weiß, was du dabei alles entdeckst. Ich hab hier gehört, da gibt's doch irgendwie so ein Riesenmonster und so, das Monster von Loch Ness und so ein Scheiß. Alter, guck mal, erstmal hier. Stuff, der mit seinem Bart runtergehauen, der Uki. Ja, Freunde, ich würde sagen, eine gechillte Mission machen wir auf jeden Fall noch. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss da jetzt erstmal hinfahren oder hinfliegen. Das ist wieder am Arsch der Welt einfach. Wir müssen dann zu den Triaden hinfahren, einfach die Mission machen. Alles klar, Leute, bis gleich. So, und da sind wir auch schon direkt bei der letzten Mission für heute angekommen. Jizzy. Jizzy, Jizzle, Fizzle, Pizzle, Dizzle. Diddle, diddle, diddle. Wir sind wieder unserer Werkstatt am Start. Hey, man, you get the flicks developed. So woozy. Woozy, hey, genau. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. Mann fürs Grobe. And who's that guy? That's Jizzy B. Jizzy B. He's the biggest pimp in town. Der Zuhälter. Siehst du, CJ hat recht gehabt. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. CJ macht dir sofort auf den Weg. Woozy. No problem. Don't be a stranger. Auf Hass. All right. Jetzt riech ich auf Hass, der CJ. So muss es auch sein, ey. So, fahr zu Jizzy's Club. Alles klar, fahren wir direkt mal zum Jizzy Fizzy Bizzle Diddy Full Club. Vielleicht ist das ein Stripclub, Freunde. Vielleicht sehen wir da ein paar geile Ärsche oder so. Bis gleich. Alter, guckt euch mal an, wo der Club ist. Einfach hier irgendwo im Nirgendwo. Alter, was ist das für ein Club? Das ist ein Schloss. Guckt euch mal diese Brücke und so alles an. Du bist langsam hungrig und fängst an, Energie zu verlieren. Du musst was essen. Okay, essen wir später was. Okay, hier sind wir auch schon direkt angekommen, Leute. Jizzy. Ach du Kacke, Mann. Ich hoffe, der erkennt. Hä, der CJ will jetzt einfach da rein spazieren. Ja, wir gucken einfach jetzt, was der vorhat. Da bin ich mal. Oi, oi, oi! Genau das wollten wir sehen. Mink curtains in the window. When I walk down the stairs, I'm walking down on mink carpet. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for. Was denn Spaß in der CJ? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches.
Yo, yeah. Walk on down to the bar. Geht's an die Bar und mixt eurem Luden einen Drink. Oh, yo, yo, der Dicke, die Weiber am Start hier, ey. Die eine ist ja gar nicht freizügig, was los mit der? See, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? Wie eine Fliege. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed two last week. Oha, zwei gekillt? I want you. Go find out. Das CJ muss jetzt wieder lösen, was abgeht. Gönnt euch den S im Hintergrund. Oioioi. Na, bin ich ab jetzt der Partner? Die Bitch ist hier. Boah, guck mal, der Leibwächter von dem, Alter. Ist einfach breiter als zwei Türsteher, ey. So, wir müssen auf jeden Fall unsere Aufgabe für den GCB erledigen. So ist eigentlich eine ganz gute Taktik von CJ. Man befreundet sich erst mit dem Alter, was ist denn mit dem Wetter los? See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Boah, geile Karre. Wie das Papstmobil. Behandle das Baby das Papstmobil. Alter, steig in den Zuhälterschlitten. Was ist denn mit dem Wetter los? Ich schwöre, es ist alles verpixelt, Mann. Setz die Prostituierte in Down. Das ist nicht, weil ich das schlecht gerannt habe, Freunde. Das ist gerade einfach so pixelig hier. Richtige Minecraft-Action gerade hier, ey. Oh, was für eine starke. Ich würde die erstmal. Weißt du, was ich machen würde? Oh. Yeah, go on. I'll do things your Ruka won't. I'm listening. I'm no slut, but aber I need the die Kohle. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Boah, meint die einfach Hurensohn. Digga, will der mich ficken? Alter, die Nutte. Ich würde erstmal eine Seitenstraße fahren und mit der von der einen lutschen lassen, ganz ehrlich, Mann. CJ, wofür machst du das denn? Du kriegst, oder meinst du, der kriegt Geld dafür? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen auf jeden Fall erstmal sicher einbringen. Versuchen wir jetzt eben gleich in der Seitenstraße zu gehen. Vielleicht kann man da das ein oder andere Ding machen. Aber ich glaube mal eher nicht, oder? Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Ja, komm. Naja, die sieht doch ein bisschen aus wie so ein Mannsweib, Alter. Geh mal weg mit der. Ey, wir verlieren immer mehr Muskeln, Freunde. Da steht die ganze Zeit oben links Muskeln minus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge mal schön was essen. Geh lecker bei KFC oder schön ein paar Burger reinfetzen, ey. Weil sonst geht das hier nicht mehr. Das ist echt richtig schade, wenn CJ seine Muskeln verliert. So, wow. Oh, mach bloß keine Kratzer in die Felgen. Und ich knall einfach überall gegen. Und knall auch den Bullen mit um. Perfekt. Perfekt. Oh shit. Schnell. Hoffentlich verfolgen. Later, oh Gott, der Bulle. Hallo. Oh Gott, die Bullen kommen. Guck, die Bullen da hinten. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my holes over in Hashberry. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Alles klar, zieh den Zuhälter in Tarnische aus dem Verkehr. Wir haben nur 1,56 Zeit, Freunde, müssen uns ein bisschen beeilen, bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch schon direkt. Wo ist der Pisser denn? Meint ihr, der ist am Fahren? Wir sollen ihn ja aus dem Verkehr ziehen. Here comes da. My player, now you in real trouble. Man, I ain't got time for you. Schalte den Zuhälter-Rivalen aus. Der pisst dich, ganz einfach. Krack. Überfahren. Locker easy. Der sieht ja direkt wieder mit Telefon am Chillen. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry. Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Wir müssen ja richtig viel für den erledigen. Steht einfach Nutte. Oben rechts, Nutte. Wir müssen retten Jesus Mädchen. Okay, scheiße, Alter. Müssen wir schnell hinfahren, bis gleich. So, da sind wir auch schon direkt. Wo sind die denn, Alter? Ich habe gedacht, die sind gerade auf dem Bahngleis. Nee, die sind hier oben irgendwo. Erledige beide Kunden. Ich werde die einfach alle abballern, oder? Ey, die Nutte hat fast kein Leben mehr. Nutte. SSIO. Nutte. Bam, du Pisser. So, wo ist der andere Schwanzlutscher, hä? Wo bist du, hä? Was schlägt denn die Nutte, ihr kleinen Schwanzlutscher, ey? Puh, was ist das denn für ein Monster? Alter. Guck dir die mal an, Mann. Alter. Weiß man echt, ob das noch eine Trans ist oder ob das ein Vibe ist? Ach du Scheiße, ey. Wir werden wieder angerufen. Jetzt steht er wieder mit dem Arm drauf, ne, doch nicht. Mr. Jizzy, it's CJ. So, Jizzy, CJ. Charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hole. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them.
Alter, schwing dich zu dem Downtown. Wie lange geht denn die Mission noch, ey? Also heute wird es wieder eine schöne, lange Comeback-Folge geben, Freunde. Ich komme zwar etwas später online, weil es jetzt schon so lang geht, aber ist schon eine lange Folge, Alter, auf jeden Fall. So, müssen wir eben unseren Arsch zum Downtown beschwingen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon direkt angekommen. Ja, richtiger CJ ist nur am Rumfahren hier. Ja? Oh, wir möchten jetzt die Limousine, da. Ach du Scheiße, Alter. Da kommen wir die richtigen Babas aller Babas locker jetzt raus. Einfach fette Limousine am Start. Überall nur Nutten. Me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments. Redet der denn, Mann? Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Eure evangelische Heiligkeit. Erledige den Prediger und seine Bodyguards. Okay. Ja, super. Wie soll ich das denn jetzt machen? Oh, Freunde, das wird richtig schwer werden, glaube ich. Bam. Ja, super. Wie soll ich dir denn erledigen? Kannst du mir das mal sagen? Ich kann ja nicht mal... Ey, das wird was werden. Ich schwöre es euch, das wird so schwer werden. Guck mal, auch noch zwei Autos. Sag mir bitte, wie ich das schaffen soll. Bitte. Guck mal, der checkt mich einfach weg und ich hau den Baum einfach um. Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt schaffen, Mann? Ich kann doch nicht mal aus dem... Ey, jetzt haben die einfach gebremst, die Pisser. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Ich hoffe, ich muss die verfolgen irgendwie. Aber ich kann ja nicht... Boah, ist der hochgeflogen. Ich habe keine Waffe, mit der ich aus dem Wagen ballern kann. Wie soll ich das denn machen? Wäre das wenigstens ein Auto, würde ich einfach davor stellen. Zack. Alter, was haben die für Brecherautos, Mann? Da kommt man da gar nicht gegen an. Ich hoffe, wenn ich die Mission verkacke, ne? Waren alle vier Stationen umsonst. Ich bin so lange hin und her gefahren und alles. Wir müssen das jetzt packen. Wir müssen das jetzt packen. Was bringt das denn, wenn ich hier hinten in den Arsch knalle, die ganzen Autos, Mann? Das ist ja wie ein Homo-Fürst. Das geht ja nicht. Unsere Muskeln sind immer... Kannst du mir das mal sagen? Wie soll ich die erledigen? Ey, Freunde, das wird richtig schwer werden. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, die steigen gleich aus oder irgendwas passiert jetzt hier. Guck mal, ich kann die nicht mal rammen. Ich kann die nicht wegrammen. Guck mal. Alter, ich werde zurückgepustet. Scheiße, ich muss gucken, wie ich das mache, Leute. Ah, wir können doch schießen, Freunde. So, von der Seite. Warte. Eieiei, ich muss aber auf meine Munition aufpassen. Wir können nur so aus der Seite schießen, okay. Warte. Ja, Mann, der Wagen brennt schon von dem. Korrekt, der erste Wagen brennt. Bitte, bitte gegen den zweiten, bitte. Ja, Mann, ja, Mann, beide gebumst, ey. Einfach in einem Schachzug beide in den Arsch penetriert, ey. Und jetzt steht wieder mit Arm draußen mit seiner Rolex. Oh, CJ, use the player's right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me. Guck mal hinten die Feuerwehr, Alter. Oh, for sure, you got that, man. Perfekt, Freunde. $3000 kriegen wir für diese Mission. Oha, wir werden jetzt verfolgt von den Bullen, ey. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's an dieser Stelle hier von unserem 17. GTA San Andreas Let's Play. Hat mir heute wieder unnormal viel Spaß gemacht, das Comeback. Hier ging auch etwas länger, die Folge. Die kommt dafür aber auch ein bisschen später online, weil die deshalb länger rendern muss, verarbeiten muss. Morgen wird's dann auf jeden Fall weitergehen hier auf dem Kanal mit Uncharted und noch einem weiteren Spiel. Und checkt auf jeden Fall meine Homies von Be Real Up. Die haben heute die 10.000 Abonnenten geknackt, also Tugay und Chandrim. Und da haben die auch ein geiles Video vor 3-4 Tagen hochgeladen, wo ich auch mit dabei war, mit schön von Drop gezockt mit 4 Leuten. Das müsst ihr euch reinziehen. Mega geil geworden, ey. Und ja, würde ich sagen, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Euer Öni ist raus. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Und auch viel FIFA kommt natürlich heute auch noch im Video. Haut rein und ciao!